Wir gehen das heute mal ganz anders an. Das Mhm. sind ja die Spiel der Worte. Es nützt nichts, wenn ich immer wieder dasselbe wiederhole, wenn es nicht verstanden wird. Darum ist das Hauptaugenmerk ist wirklich zuerst einmal die Selbsterkenntnis. Darum sage ich, es geht nicht um Wissen, sondern um Weisheit und es geht um Geist. Und das sind jetzt alles Begriffe, die hier so vielfältig ausgelegt werden. Und es Oh. ist wirklich, man muss nur einmal verstehen in Bezug auf sich selber, auf die Frage, was bin ich? Dass ich zuerst einmal mir klar machen muss, wir haben vier verschiedene Ich bei Holofeeling. Das kennt deine Weltliteratur nicht. Es kennt die komplette Philosophie nicht. Und es ist so kinderleicht zu erklären, schon auf die Frage, was bin ich, kann ich an vier verschiedene Ich denken. Ja. Ja, Ich eben. kann, wenn ich an mich denke, als normaler Mensch, denke ich bei ich immer an den Körper, der ich zu sein glaube. In dem Moment, wo ich an mich denke, denke ich an den aktuellen Körper. Ja. Das ist der Ak, haben wir ja schon wieder eben jetzt hier. Ja, Es ist nur richtig. bloß, ich bin jetzt nur dieser Körper. Das hebräische Wort. Was macht er dann hier? Dann Moment. Klatscht er mich hier rein? Das ist ja gerade in der Fahrersprache der aktuelle Körper. Ich tue mal das ganz kurz, kleinen Moment, bevor wir das jetzt hier machen. Ich tue mal gleich den Bildschirm übertragen, dass wir gleich reinspringen können in die Sprache. Damit sie mal den Bildschirm teilen. Dann mache ich mit Audio teilen, falls wir einen Ton mit dazu brauchen. Den will ich jetzt eigentlich gar nicht. Wir machen jetzt hier einfach mal das Ak auf Hebräisch. Den machen wir weg hier. Das in der Vordersprache ist unheimlich wichtig und das ist, sagst du mal, das ist schon Ak, ist unter anderem heißt allein. Ich bin der aktuelle Körper, das bin ich nicht, ich bin das Alleine. Aber was jetzt hier ist, diese klassischen Übersetzungen, ist eigentlich eben jetzt. Eben ist räumlich gesehen, flach und zeitlich gesehen jetzt. Ja. Ich bin nur das, was ich jetzt, eben jetzt glaube, dass ich bin. Und nur ist ja jetzt schon, wenn wir das hebräisieren, kriegen wir ein flackerndes Licht. Und wenn wir das aber hebräisieren, kriegen wir zum Beispiel ein Aufblühen von irgendwas Erwecktem. Jetzt weiß ich natürlich, dass ich mir jetzt auch andere Körper ausdenken kann. Ich kann mich jetzt als 20-jährigen Körper, als 10-jährigen Körper denken. Ich kann mir jüngere und ältere Körper denken, die ich auch ich nenne. Aber wenn ich jetzt aktuell an mich denke als Geist, dann bin ich dieser Körper. Das ist das kleine blaue Ich in den Holofeeling-Schriften, in den höherwertigen Schriften. Der Mensch, der ja all diese Körper vom Säugling bis zum Greis sind, das ist das große blaue Ich. Dieses Ich, das ich jetzt selbst als Trockennasenaffe ausdenke, das ist das rote Ich. Und das wiederum ist in dem Moment ja auch was Ausgedachtes, der sich mit einem Buch, mit einem blauen Ich, mit einem Menschenleben verbindet, dann kommt das JCH. Also welches dieser vier Ich bin ich? Eigentlich alle vier immer gleichzeitig. Genau, das ist Das das sind Schöne. übrigens auch die vier Phasen im Einheitskreis. Das klingt jetzt schon wieder viel kompliziert, aber ich will auf was ganz was anderes hinaus, wie das aufgebaut ist, wenn ich dir jetzt was erzähle. Die Vatersprache ist ein göttliches System der Schöpfung. Und diese Vatersprache teile ich nur meinen Gotteskindern mit, was ich Geistesfunk nenne. Jetzt stürzt natürlich der normale Mensch vor dem Begriff Gott schon wieder ab. Aber jetzt pass auf, ich mache mal einen Taschenrechner auf. Ihr habt den Taschenrechner? Ja, haben wir. Jetzt pass auf, das ist ein ganz einfaches. Angenommen, ich wüsste jetzt nicht, was der Taschenrechner ist. Und ich mache jetzt hier einfach nur mal meine Ding hier. Ich mache einfach mal 45 plus 32 hier oben. Dann machen wir ist gleich und da kommt 77 raus. Wenn ich jetzt nicht weiß, was Rechnen ist, ich kann zwar zählen. Ich kann zählen, aber ich weiß nicht, was Rechnen ist. Ist es definitiv so, dass ich jetzt feststelle, übrigens auch dann die anderen Rechenarten, wenn ich jetzt da irgendwas eingehe, 75 plus 16 und ich gehe dann auf, was ist das, komme ich auf 91. Da ist ja im Hintergrund ein Regelsystem. Okay, das ist ein ganz, das nennen wir das ganz einfache arithmetische Regelsystem der Addition. Jetzt haben wir natürlich noch andere Regelsysteme. Wir haben auch noch eine Subtraktion, wir haben ein Multiplizieren, ein Dividieren, wir haben Wurzelziehen, wir haben Potenzieren. Das sind nur andere Rechensysteme.
Wieso erkläre ich dir jetzt das? Wenn ich immer hebraisiere, wenn ich in Wörterbücher reinspringe, mache ich nichts anders. Das heißt, das Ergebnis steht eigentlich schon fest. Mhm. Das heißt, du wirst feststellen, wenn du die Vordersprache verstanden hast, jetzt was aktuell ist, dass dieses A-Kaff hier diese Sachen ergibt. Das ist natürlich viel, viel komplexer. Das steht vorher schon fest. Das heißt, wenn man jetzt mit Zahlen spielt und man hat die Grundlagen von Holofeeling von der Vordersprache verstanden, dass wir zuerst einmal die Etymologie der einzelnen Sprachen uns anschauen und du schaust danach, wenn ich sage, du gehst zuerst einmal in DWDS und schaust nach, was das bedeutet, dann kann man das hebraisieren. Wir schauen das im Griechischen, im Lateinischen nach, dann kann man nachschauen, was das auf Hebräisch heißt und wir können die Worte hebraisieren. Und immer wenn du nachschaust, wenn du den Gesamtkontext von Holofeeling verstanden hast, wirst du feststellen, dass es immer stimmt. Mhm. Ja. Es gibt keine Fehler. Aber wir kommen hier mal auf das Wesentliche und wir schauen uns mal den Marmenides-Dialog an. Das ist also hier in Dialogform, das heißt schon auseinander, D-I-A, das Tier, das auseinandergeschmissen ist, die Öffnung, Entschuldigung, verkehrt gedrückt, dieses Tier ist ja auseinanderschmeißen auf Griechisch. Mhm. Ja. Mhm. Da haben wir jetzt die Öffnung einer intellektuellen Schöpfung, wenn wir die ersten drei Buchstaben blau lesen. Mhm. Ja. Da muss ich was auseinanderschmeißen. Das heißt, der im Mittelpunkt muss ich selbst auseinanderschmeißen. Das ist das Tier. Mhm. Ja. Genau. Und Logos ist ja zum einen, jetzt hast du mal hier das Wort. W-Ort ist ein doppelt aufgespannter Ort. Wir sind aber immer in der Mitte. Ja. Das ist kein witziges Hinbiegen irgendwie, es ist ein ganz arithmetisches System. Und jetzt nimmt dieser Logos die Logik eine Form an, weil wir die auseinanderschmeißen. Mhm. Wichtig ist der Mittelpunkt. Das heißt, dieses in Dialogform verfasste Werk des griechischen Philosophen Platon, das ist der Parmenides-Dialog, schon allein dieses Bar, pass auf, wir schauen uns das bloß an, wenn ich jetzt Bar auf Griechisch mache, Bar ist die Kurzform von Para. Mhm. Ringsum. Para wissen wir neben uns, Bari ist um uns herum, Bari ist unmittelbar neben mir in unmittelbarer Gegenwart. Men, die Grundform von Men, können wir ganz kurz nochmal eingehen. Da kommt das lateinische Mens her, das ist Denken, das schauen wir uns jetzt mal genau. Wir werden jetzt einfach einmal genau. Das ist jetzt der Taschenrechner, ich mache eine Eingabe in dieser Sprache. Okay, Men ist eigentlich, jetzt kommt natürlich da viel Beschreibung, sich mit Vokal, der Sinn abschwächt, am stärksten ändert sich die Bejahung und Bekräftigung der Bedeutungsformel. Jetzt, ich suche mal wesentliche Sachen raus, weil müssten wir jetzt wirklich auf jede Kleinigkeit eingehen. Wichtig, wo machen wir das einmal? Das ist verbreiterste Gebrauch von Men. Jetzt pass auf, der am verbreitetsten Gebrauch. Da haben wir schon Geb. Ja. Mhm. Der Geist wird Polar und raucht das A, schmeißen wir weg, dann kriegen wir den Ruch. Die vier Weltgegenden. Mhm. Durch Men ein Begriff mit größeren und geringeren Nachdruck hervorzuheben. Du hebst einen Begriff mit einem größeren oder geringeren Nachdruck hervor und ihn durch dieses Hervorheben von einem anderen zu unterscheiden. Oh ja. Mhm. Das heißt, wir machen eine Welle. Für uns ist das erste Mal, wenn wir jetzt hell denken, ist auch dunkel da. Wenn ein Berg da ist, ist auch ein Tal da. Und jetzt können wir mit Nachdruck eine dieser zwei Seiten hervorheben. Wir legen uns am Vogel und auf den Berg oder auf das Tal. Auf das Hell oder auf das Dunkel, auf das Gesund oder auf das Krank. Mhm. Okay? Ja, so ist es. Das ist jetzt hier im Lateinischen, haben wir ja da das Mens. Das ist das erste Mal Men. Da können wir gleich, wir machen einmal das Griechisch. Da wird es jetzt natürlich interessant, weil die griechische Wurzel kommt rein hierarchisch vor der Lateinischen. Ja. Das sind zwar indogermanische Sprachen, die Grundwurzel ist Sanskrit. Mhm. Die Etymologie des Griechischen ist das Sanskrit. Bitte nicht zeitlich oder raumzeitlich denken. Es ist eine reine statische Hierarchie. Und aus dem Sanskrit ist das Griechische und dann kommt erst das Lateinische. Mhm. Wenn wir hier das Men eingeben und jetzt immer dran denken, Mens heißt denken auf Lateinisch. Eigentlich Men mit einem Eda drinnen, et a. Doch hat sich Vokal der Sinn abgeschwächt. Am stärksten hat sich die Bejahung und Bekräftigung, das ist wieder der Beteuerungsvogel, enthalten, welche in Homer, kleinen Moment, ich suche mal schöne, und da haben wir jetzt wieder dasselbe, ist diese Bedeutung dadurch zu erkennen, nicht möglich, einer sagt,
so an das vorherige anknüpfen, dass das folgende mit Nachdruck hervorgehoben wird. Merkst du, da steht im Prinzip schon wieder dasselbe. Ja, naja, genau. Ja. Das heißt also zuerst einmal, am verbreitetsten ist der Gebrauch von Man, einen Begriff mit größeren und geringeren Nachdruck hervorzuheben und durch dieses Hervorheben von anderen zu unterscheiden. Das heißt, solange wir eine gleichmäßige plus 5, minus 5 Welle haben, ist plus 5, minus 5 nach wie vor nichts. Mhm. Ja. Das heißt, in dem Moment, wo du gleichwertig, sagst du mal unsere ersten zwei Seiten, es sind ja 16 Seiten insgesamt, wo ich die erste Gedankenwelle, dass ich weiß, sobald ich an hell denke, ist auch dunkel da. Ja. Sobald ich an Sonnenschein denke, ist auch Regen. Mhm. Das kriege ich aber erst mit, wenn ich in die Trinität gehe. Das heißt, wenn ich mich jetzt erhebe, du denkst ja in diesem Schema des heliozentrischen Weltbildes, meine Erdkugel, die immer mit Licht anstrahlt. Mhm. Wenn ich mir dieses ganze System ausdenke, das ist die Welle, dann weiß ich, dass auf dieser Kugel, auf dieser Sphäre hell und dunkel gleichzeitig ist, auch wenn die sich dreht. Das heißt, hell und dunkel wechseln nicht ab. Mhm. Und ich habe Sonnenschein und Regen und Kälte und Wärme. Am Äquator ist es warm, an den Polen ist es kalt. Ja. Immer gleichzeitig. Und erst wenn ich eins hervorhebe, erscheint mir als Vorstellung nur diese eine Seite, aber es ist immer die andere Seite der Hintergrund. Ja, muss sein, ja. In dem Moment, wo du dich gesund fühlst, ist krank im Hintergrund. Was du natürlich jetzt in der zwanghaft sagst, ich war vorher krank. Oder wenn ich jetzt sage, jetzt ist es finster, dann ist auch jetzt hell da, aber das ist halt jetzt woanders hell. Aber dieses Jetzt ist hier immer in meinem Kopf die Kehrseite. Ja. Ja. Und jetzt kommt die ihm dann, und jetzt immer wieder, was du aus dem GW-Punkt machst als Abkürzung, da haben wir schon wieder GWAF. Das heißt im Inneren. GWAF wissen wir, ist das Innere. Ja, genau. Immer hebräisiert, das ist die Vordersprache, ist wichtig. Die ist Wissen. Ja. Mit einem gewissen Wissen. Öffnung eines Augenblicks, 470, entgegengesetzt wird. Mhm. In manchen Fällen, besonders wenn der Gegensatz eine Verneinung ausdrückt, enthält bla 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 bla. Und das Ganze klingt so unendlich kompliziert, bis man es verstanden hat. Das ist mit allen Sachen. Das ist wie wenn du das erste Mal, ein altes Beispiel, wenn du in unserem Alter Auto vorne im Führerschein gemacht hast, und da musst du noch schalten und in den Rückspiegel schauen und du fährst dann, du hast die Führerscheinprüfung bestanden und du fährst das erste Mal in der Großstadt rein in den Feierabendverkehr. Da musst du an einer Ampel, an einem kleinen Balk bei Rot halten, wo eine kleine Steigung ist. Dann bist du voll unter Stress. Ja. Was du schlafwandlerisch machst, wenn das einmal ein positiver Mechanismus war. Genau. Okay, wir haben unser Parmenides, das heißt, wir haben um uns herum, die Grundform um uns herum, hast du ein Denken, Man? Ja. Und das Idee ist, das sind deine Ideen. Ja. Mhm. Klar. In Dialogform abgefasst. Das ist in dem Wort steckt es schon drin. Ja. Dass du um dich herum ein Ding hast, das deine eigene Idee sind. Ja. Ja. Und es geht hier um Sein und Nichtsein. Und jetzt muss ich ganz, ganz kurz in das Seiende reinspringen. Oder mal einen kleinen Moment. Wir machen dann eine schöne Kurve am Ende des Gesprächs. Das ist also das altgriechische Wort Eima, lateinisch Esse. Das Dasein, das Gegebensein. Das ist natürlich immer wieder hier in Bezug auf was Existierendes. Da geht schon los, wenn du jetzt versuchst, das in Wörterbücher einzugeben, dass du das praktisch in Wörterbüchern nicht findest, in dem klassischen Babbe. Okay. Wenn wir in den Babbe griechisch reingehen, weil das untergrammatikalische Unterformen sind, die es wert sind, dass man sie genauer anschaut. Du wirst nämlich feststellen, da ist ein System, wo man sich auseinandersetzen muss mit vielen Sprachen, dann sagst du wieder, da komme ich ja nicht mit. Das lerne ich ja nie. Du weißt es schon, es ist alles in dir drin. Das wäre es jetzt allein, dieses Wort wäre es wert, dass wir ein Stunden Selbstgespräch über diese kleine Zeichenkette machen. Aber ich will es nicht so kompliziert machen. Es geht dann nicht um Filfisserei. Mir geht es zuerst einmal, was bist du selbst? Und das schauen wir uns jetzt einmal an in dem Parmenides-Dialog, ohne zu euch abzugleichen. Es geht hier in dem Dialog über die Einheit und die Vielheit, über Sein und Nichtsein. Okay, und da springe ich jetzt einmal rein, ein bisschen runter gleich über die eigentliche Diskussion. Zenon hat im Haus
vom Blablabla Sokrates. Kleinen Moment, wir machen mal die Vorgeschichte der Abfassung des Traktatus. Es geht hier, Parmenides hat in seinem berühmten Lehrgedicht seine Auffassung vorgetragen, es gebe nur ein einzig Seiendes. Alle Vielheit, das müssen wir blau machen, alle Vielheit ist Illusion. Schau, ich würde jetzt das an und für sich schon, das nur blau machen. Ja, ja genau. Es gibt nur ein einzig Seiendes, das ist Geist, wir nennen das Geist, die Energie in der Physik, und das ist nichts, das ist Gott, All, das hebräische Wort All. Und die Le, Vielheit, die auseinandergeschmissene Vielheit, ist eine Illusion. Ja, ja, toll. Ich sage für dich jetzt ganz einfach als Holofeeling-Mensch, es gibt unsere symbolische 200 Gramm rote Gnede. Es gibt einen träumenden Geist, der symbolisiert dasselbe. Es gibt das E-Quadrat, die Energie in der Physik, die weder vernichtet noch vermehrt werden kann, weil sie immer gleich bleibt. Darum nenne ich das 200 Gramm rote Gnede. Und jegliche Form, die diese Gnede annimmt, das ist dann das, was du real nennst. Es ist die Informationen, die du zu sehen bekommst, die nur deine eigenen Gedankenwellen sind. Dieses ewig Seiende ist im Meer. Das ist immer, das ist El Hayom. Hebräisches Wort Gottes Meer. Wird normal mit Gott übersetzt. Das ist übrigens Pi, die Weisheit Gottes. In der Physik könnte ich jetzt sagen, das weiße Licht, das aus allen Frequenzen besteht. Sobald du dir jetzt eine bestimmte Frequenz ausdenkst, wird es zu einer Information. An was denkst du, wenn du ewig seiender Geist an dich selbst denkst? Dann denkst du, jetzt hast du mal einen momentanen Affenkörper. Das zwingt dir deine Logik auf. Aber das ist dumm. Das ist sehr, sehr dumm. Holofeeling heißt das Gefühl, alles zu sein, was du dir denkst. Bewusster Geist weiß, egal was ich denke, jegliche Form von Information ist eine Form von mir selber. Okay? Ja. Mit dieser paradox wirkenden Lehre, was ist paradoxer? Para heißt wieder um mich herum, ist meine Meinung. Ja, genau. Doxa heißt nämlich Meinung. Mhm. Um mich herum ist das, was ich jetzt denke. Aber es ist genau genommen immer in mir drin. Das ist meine Information. Das ist übrigens alles, was ich sage, ist hundertprozentig sicher, kann sofort jedes Kind überprüfen. Ja. Ja. Wenn ich weiß, dass es erst einmal meine Informationen sein müssen, sonst würde ich es ja gar nicht sehen. Genau. Ob da was von außen kommt, alles, was dir die Physik erzählt, diese ganzen Schwätze, die ja nur Gedanken von dir sind, die so gescheit oder so mächtig sind, weil du dir das so denkst? Ja. Kann ein Mensch, den du dir denkst, anders sein, wie er von dir gedacht wird? Wir bleiben mal nur im Bereich der Gedanken. Ist das eine ganz einfache Frage? Das ist das, was wir hier ja bei dem Brecht gesagt haben, dass wenn die von den Philosophen, wenn die ganzen Professoren, die erzählen, was der und der 300 vor Christus entdeckt hat oder gesagt hat oder getan hat, egal was es ist, es ist schwachsinniges, geistloses Rezitieren von irgendwelchen Dingen, die du nur in deinen Hier und Jetzt, ich drücke es anders aus, die du letztendlich in dir, in deinem roten Kopf aufbaust, dir ausdenkst als Vorstellung, weil das auf deinem Wissensspeicher, auf deinem Schwamminhalt drauf ist, den du dir nicht raussuchen konntest. Ja. Jeder, der diese Lehre verwirft, und jetzt, was ist jeder? Jeder ist schon mal wieder Gedanke von mir. Mhm. Das heißt, egal an welchen Menschen wir uns jetzt ausdenken, der mit Holofeeling konfrontiert wird, der das verwirft, das kann man schon gleich wieder wegstreichen, weil diese Menschen, die wir uns ausdenken, das sowieso nicht verstehen. Mhm. Darum betone ich immer wieder, meine Botschaft richtet sich jetzt an den Geist, der sich jetzt dieses Gespräch anhört. Nicht an den Trockennasenaffen, der jetzt vor dem Computer sitzt oder Handy in der Hand hat. Das ist nämlich was Ausgedachtes. Was Existierendes. Alles, was existiert, ist vergänglich. Eben. Das ist hundertprozentig sicher. Das, was ewig ist, kann nicht existieren. Das bist du. Der Udo ist es nicht. Die Fettings sind es auch nicht. Ja. Der vom Computer sitzt, ist es auch nicht. Das sind alles existierende Dinge. Ja. Sage ich nicht vom ersten Tag an. Ich erkläre dir zuerst einmal, was du bist. Du bist Geist von meinem Geist. Und für den ist diese Lehre, nicht für irgendwelche Menschen. Also mit dieser paradox wirkenden Lehre hätte der eliastische Denker Aufsehen und Anstoß erregt. Später nehmen seine Behauptung als lächerliche Absurdität aufs Korn. Daraufhin schrieb Zenon, der damals noch jung war, seine Abhandlung, in der er die These seines Lehrers polemisch verteidigte. Inzwischen ist er ein reifer Mann. Das natürlich jetzt immer wieder, wir haben jetzt wieder Worte, was ich sage. Du packst aus diesen Worten, die du jetzt hörst oder selber liest, mit deiner Gedankenstimme, wenn jetzt der Lautsprecher ruhig ist, kannst du das ja auch zu Geräuschen machen.
dann machst du das mit deiner Stimme zu Geräuschen. Ich beschreibe nur, was ist. Du musst nur meinen Gedankengang mitgehen. Also der distanziert sich jetzt in der streitetlich, innerlich, bla bla bla. Ich will jetzt da nicht, weil sonst bleibe ich bei so viel Wörter hinken. Es ist Sokrates, geht in seiner Stellungnahme zu Xenos Argumentation von der Ideenlehre aus. Jetzt diese Ideenlehre ist, nichts ist in deiner Welt mehr missverstanden worden wie diese Ideenlehre. Ähnlichkeit und Unähnlichkeit sind für ihn Ideen, das heißt reale zeitlose Gegebenheiten. Das ist ein Oxymoron. Reale zeitlose Gegebenheiten im Sinne von Parmenides Forderung. Das Seiende müsse aller Veränderung entzogen sein. Das geht hier um das rote Esain. Mhm. Esain hebraisiert heißt, Bewusstsein ist nicht existierend, weil es ewig ist. Ja. Es muss aller Veränderung entzogen sein. Ja. Und jetzt kommt hier ein unendlicher Widerspruch. Verändern sich 200 Gramm rote Gnede, wenn ich die Form der Gnede verändere? Absolut nicht. Wir haben diesen ausgeschlossenen Dritten, die Synthese von Plus und Minus, das immer gleich bleibt, egal wie die Wellen sich verändern, die Nulllinie bleibt immer gleich. Meine berühmte Badewanne, wo ich das Wasser in Bewegung setze. Wenn das still ist, haben wir eine Nulllinie, den Wasserspiegel. Und sobald wir da Wellen reinmachen, ist immer das Volumen an Wasser, das sich über die Nulllinie heraushebt, erzeugt dasselbe Volumen an kein Wasser. Absolut, ja. Volumen heißt aber Rollen. Genau. Das heißt, arithmetisch gesehen bleibt es immer Null. Das Ewigseiende bleibt immer das Ewigseiende. Ich erkläre das 200 Gramm rote Gnede, rot, nicht denkbar, sind immer 200 Gramm rote Gnede, auch wenn wir ständig die Form verändern. Okay? Jetzt muss ich, bevor ich weitermache, es macht überhaupt keinen Sinn, bevor du nicht wirklich weißt, was eine Idee ist und was Ähnlichkeit bedeutet. Machen wir mal die Ähnlichkeit. Gehen wir zuerst einmal da rein. Das ist jetzt der Dasch. Das ist bloß ein wenig komplexer. Habe ich noch da stehen. Schaut, habe ich gehört kurz vorher auf. Eine teilweise Übereinstimmung. Ja. Über ist schwingend, über dir ist was Polar erweckt. Das heißt, du bist zwar die Mutter, aber sobald du dir eine Welle ausdenkst, überlegst du dir, du bist ja immer, du bist im Meer. Wir müssen jetzt raumzeitlich, ich muss in deiner Logik mit dir arbeiten. Ist definitiv, überlegst du dir eine Welle, das heißt, du machst erst einmal über dir die Nulllinie. Ja. Schaffst du es? Ja. Und in der ausgedachten Nulllinie, die absolute Nulllinie ist das, aus dem alles entspringt. Ist schon dieses Symbol, das sich aufspannt, ist schon was Überlegtes. Ja. Weil tiefer, geistig tiefer, wohlgemerkt in unserer Transversalen sitzt. Ich rede nicht von einer raumzeitlichen oder räumlichen Tiefe. Das ist, da muss ich zuerst einmal wissen, unser Spiegeltunnelprinzip, dass die Tiefe, die ich sehe, wenn ich in einen Spiegeltunnel reinschaue oder bloß in einen Spiegel reinschaue, dass die Tiefe hinter dem Spiegel ja gar nicht mehr existiert. Das ist eine Illusion. Aber wir schauen uns mal die Etymologie an. Und was oft, da wird es jetzt ganz interessant, es kommt zuerst einmal von ähnlich und dann wirst du zuerst einmal feststellen, dass das aus dem Begriff und an kommt. Jetzt können wir das an, wenn wir jetzt das Ana eingeben, das Schönste ist, du gehst gleich ins Hebräische und machst Ana. Da haben wir eine Schöpfung, dann haben wir das Sein, wenn wir das rot machen und eine Schöpfung. Und dann kriegst du hier dieses Ana, bitte. In mir sind zwei Erscheinungen. Okay. Existenz. Jetzt kann ich das vorne setzen, der Schöpfer und die existierende Schöpfung. Das heißt ja, das Nah alleine hast du ja noch unreif, noch nicht gar gekommen. Ja. Haben wir jetzt das Bitte, haben wir heute Morgen gehabt in unserem Chat. Mir sind zwei Erscheinungen, das T400, wenn ich lese, nur habe ich Pi. Pi ist die Weisheit Gottes. Okay, aber interessant. Im Griechischen, das Wort Ana griechisch steht für aufwärts hinauf, oben, Kreisen, Polar, Existenz. ER, die geöffnete Berechnung, geht auf. Das ist die Generation von Wellen. Im Griechischen, poetisch, erhebe dich auf den. Im Dorischen, Dor, D-O-R, heißt Generation von Menschen, schlafen etwas vor sich hin, träumen. Dialektik, auseinandergeschmissene Lektik, steht meist für eine Verwirklichung, eine Absolution und eine Erfüllung. Und da kommt jetzt der Analogos her, die Analogie.
Ja, genau. Deshalb zeugt jetzt in einem gewissen Maß die Illusion von einer kontinuierlich außerhalb von dir sich bewegenden Welt, diese Gedankenwelt. Es ist aber alles digitalisiert. Ich habe jetzt das so sehr, sehr schnell gemacht. Das war, und jetzt springen wir mal ganz kurz in die Idee rein. Ja. Und dann machen wir jetzt erst einmal, wir fangen ja ganz klein an. Idee wissen wir, wenn wir hebraisieren, ist die intellektuelle Öffnung. Und das ist das Hebräische, was hast du mal allgemein mit Hand übersetzt. Ja. Das wird hebraisiert, die Quintessenz. Der Quintessenz-Schöpfer wird zu einer existierenden Öffnung, eine Idee hast du auf- und abschwingen, habe ich tausendmal erklärt. Das Ganze passiert in einem B-Rei-Check. Ja. Im Spiegel, der eine große Kollektion darstellt. Okay? Ja. Das Denkmal ist dein Urteil von Gott. Von dem Nichts. DN heißt Urteilen, Kaff am Ende dein Urteil von Gott, von nichts. Wir können das natürlich von eines Joch, von einem hochgehobenen Joch auch schreiben. Ja. Okay? Ja. Du weißt jetzt, jedes Wort wird unheimlich komplex. Ja. Allgemein ist es Gott und eine intellektuelle Öffnung. Ich halte alle Fäden in deiner und so weiter und so weiter. Wir sind bei der Idee. Ida, ich fange immer das durchlaufen lassen, das ist ein Taschenrechner, das ist ja vollkommen neu, da unten kommt dann Idea. Ida ist das da mal, jetzt müsste man schon wieder, was ein Appellativum ist, aber du merkst jedes, du kannst es ja gar nicht verstehen, wenn du das Wort schon nicht verstehst. Aber wir schauen mal an, das Waldgebirge. Das heißt, doppelt aufgespanntes Nichts, doppelt aufgespannter Gott. Wird zu einem geöffneten Geist. Was ist ein geöffneter Geist? DG hebraisiert, immer hebraisieren. Tag. Tag. Kleinen Moment, ich muss schnell aufmachen. Ja. Fisch. Danke, der Fisch. Gottes. Wir bekommen das an. Gottes Fisch. So, Tag. Tag, Fisch, oder? Der Witz ist, diese deutsche Vordersprache ist das Hauptding, DG. Ist die Öffnung des Geistes, das kann man natürlich rot-blau lesen, das ist doch unser Fisch. Genau. Fisch wiederum, F-Isch, wiederum hebraisiert, heißt eine Facette nimmt jetzt eine Gestalt an. Okay? Ja, genau. Das ist also das Duck. Pass auf, wir haben also doppelt aufgespanntes Nichts. Schaut uns das kleine Bild an. Wird die Öffnung eines Geistes. Das heißt jetzt vier in der Synthese, weil wir ja die Querseite noch brauchen. Und jetzt hast du automatisch den Geber dann, wenn wir das reinschieben. Ah, ja. Dieser Geist, diese geistige Energie, GE-Quadrat in mir, hier und so weiter und so weiter. Wenn du das machst, es gibt eine lückenlose Erzählung. Dann ist das auch eine Weitung. Das heißt, dieser doppelt aufgespannte Gott ist der geurteilte Geist. Ja. Das stimmt, wenn du das hast. Das ist nicht willkürlich hingebogen. Ich setze jetzt Zahlen ein, dann sage ich dir, dass du das sogar rechnen kannst. Und umso mehr du das erahnst, dieses Prinzip erahnst, umso mehr kriegst du mit, wie unendlich erbärmlich und geistlos die Elite deiner bisher ausgedachten Welt ist. Das ist übrigens jetzt kein Vorwurf. Ja. Immer dran denken, ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nicht so niemanden, den ich erschaffe, in meinem Kopf. Das ist wie ein bewusster Autor, der einen Roman der Geschichten, Märchengeschichten aufbaut in sich, mit Protagonisten und Antagonisten, mit Guten und Bösen und so weiter und so weiter. Dass ein bewusster Autor niemals irgendjemanden, den er sich ausdenkt, in diese Geschichte hineindenkt, vorwirft, dass er so ist, wie er sich selbst ausdenkt. Und jetzt setze ich für den Autor einfach einen bewussten, träumenden Geist, das bist du jetzt. Aber jetzt schau mal, wie weit du von dieser Bewusstheit weg bist, wie du Schutzzuweisungen machst. Wenn ich jetzt sage, deine ganze Elite deiner Welt sind einfach nur Exempel, die ich statuiere für dich, dass du erkennst, was Geistlosigkeit ist in dem Machtrausch innerhalb dieser Geschichten, die sich hier aufbauen. Was retten zu wollen. Die wollen alle Existenzen retten, Menschenleben retten. Das sind Selbstlügen, die wollen Geld verdienen. Ja. Alle, durch die Bank. Ja, es tut unheimlich weh. Es tut unheimlich weh, wenn man das einmal versteht. Ja. Diese Selbstherrlichkeit, die dargestellt wird und ist nur ein geistloses Nachgeplappere. Dann kommt man hier, wenn wir weiter runtergehen in diesen alphabetischen Reihenfolge, kann man Schweiß erregen.
Wir wissen ja, das Weiß ist das Weib, das logische Weib wird dich jetzt erregen, weil du ja ein Weibgebirge aufbaust. Ja. Okay? Ja. Und jetzt kommen wir zu der eigentlichen Idee. Idea, Ansehen, Gestalt. Da steht jetzt überholt eine äußere Erscheinung. Das ist nicht überholt, das ist ursprünglich. Mhm. Überholt ist übrigens ganz interessant. Das ist aufgespannt polar wahrgenommen. Ja. Aufgespannt polar wahrgenommen. Du musst hier ganz, ganz definitiv, mein Holger macht Krach, darum habe ich jetzt gleich was nicht, ich hoffe, es ist nicht auf der Aufnahme drauf. Die äußere Erscheinung ist ja wieder AOB. Mhm. Das ist die Beschwörungskunst hebraisiert. Ja. Das ist aber doch diese doppelt aufgespannte polare Wahrnehmung. Mhm. Die Schöpfung einer aufgespannten Polarität. Das ist unsere Gedankenwelt. Das heißt, über dir wahrgenommen ist es eine äußere Erscheinung. Mhm. Und das hat jetzt ein Ansehen und eine Gestalt. Das sind deine Ideen. Ja. Stimmt oder stimmt? Ja, genau. Es sind aber laute Ideen. Die geöffnete Berechnung ist ein Schein, der täuscht. Gut. Ja. Stimmt oder stimmt? Ja. Absolut, absolut. Es wird natürlich noch wesentlich interessanter, wenn wir jetzt reingehen. Das ist dann die Art und Weise, die Beschaffenheit. Mhm. Affen, genau. Mhm. Und das ist das Wesen, das du dir selbst zusprichst. Oh ja. Jetzt wird es aber ganz interessant. Ich lasse mal die Wörter müssen wir wieder alle genauer anschauen. Wir bleiben bloß jetzt im Deutschen, dass ich nicht so kompliziert werde. Jetzt passen wir auf, was jetzt kommt. Derei. Verschiedene Arten von Dingen. Wir lesen jetzt einfach mal vier verschiedene Spiegel. Mhm. Wir können natürlich auch die R hebraisiert lesen, dann haben wir immer die Berechnung. Mhm. Eine Generation eines Trümmerhaufens. 70-10. Mhm. Mhm. Genau. Das ist der Trümmerhaufen. Genau. Das sind verschiedene, die Vorsilbe verdichtet, bis er weg. Ist immer ein Geschenk. Mhm. Okay? Mhm. Eden ist ein ganz, ganz wichtiges Wort. Es ist nicht nur das Paradies. Lass ich jetzt aber mal von Dingen. Din ist das Gesetz auf Hebräisch. Kindergarten, ja. Das sind geistige Orden. Und das machen wir jetzt Gehirnorden. Mhm. Wir machen das einmal blau, dann heißt es hier. Das ist immer urteilen, die Endi Grundradix mit dem Intellekt dazwischen, wenn wir es blau machen, ist es das Gesetz von diesen geistigen Gehirnexistenzen. Mhm. Ja. Gut, jetzt pass auf. Sie hatten zweierlei Meinungen. Mhm. Du hast immer zweierlei Meinungen. Sagst du mal, eigentlich sind es sechs, wenn du Gweise bist, hast du 16 Meinungen. Genau. Ist jetzt der Henkel rechts oder ist der Henkel links? Genau. Wir wissen, dass wir 16 Bilder haben. Aber zuerst einmal haben wir zwei. Ist es gut? Ist jetzt eine Welle eigentlich ein Berg oder ein Tal? Mhm. Okay? Mhm. Und da ist immer die vier, das sind eigentlich vier Spiegel. Wir schauen plus zwei an, nämlich den Plus-Minus und den Minus-Plus. Ja. Okay? Ja. Jede Art und Weise, jede Maßregelung versuchen, entspricht bla 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 bla. Du merkst jetzt schon, dass diese drei verschiedene Arten von Dingen, das ist drei, setze mal die drei als Synthese. Eine synthetisierte Art von Dingen, dann kannst du die Dinge rot machen, die in G sind, das Gesetz des Geistes dann. Ja. Das Gesetz des Geistes wirft erst einmal eine Gedankenwelle auf und die hat dann zweierlei Meinungen. Ja, klar. Zweierlei Sichtweisen. Du meinst das? Ja. Hier komplett mit dem Wissen, weil mit Holofeeling wird diese widersinnigen Sachen waren eins gemacht. Ja. Okay. Mhm. Im philosophischen Sinne das Urbild, Beelet heißt im Kind. Ja. Mhm. UR, ganz wichtig daran denken, wenn wir Ur machen, sagen wir eigentlich das Aleph, wir machen zuerst den Mund auf. Ja, das Licht. Und dann sagen wir Ur. Mhm. Dann kriegst du zuerst einmal das Feuer. Mhm. Ich könnte jetzt wieder sagen, die Facetten sind euer, die du dir selbst ausdenken. Die Facetten der Geistesfunken. Mhm. Wenn wir das Ohr aussprechen, ist es das Licht. Und die Wurzel, die doppelt aufgespannte W-Ur, das ist das Geheimnis, die Wurzel ist immer plus minus gleichzeitig. Ja, Okay, jetzt hier nur Kleinigkeiten. Ich müsste jetzt da besonders, wenn wir reingehen, die Eigentümlichkeiten und so weiter. Es ist einfach von eigener, besonderer Sprache, Idiom. Nach eigenem Sinn, die Ideologos, ich kann sagen die Ideologie, die Ideologie, weil du jetzt eine eigene Auslegungssystem hast.
Jeder legt ja die Worte anders aus. Ja, eben. Mach doch ganz einfache Standardwort. Ich sage jetzt wieder Krebs. An was denkst du bei dem Wort Krebs? Ja. Ich hängst von deiner Ideologie aus. Du weißt natürlich dann im Hintergrund, dass das Wort Krebs vieles bedeutet, aber für dich ist immer zuerst einmal eine klare Vorstellung da. Ja. Magst du Astrologie, dann denkst du zuerst einmal an Sternzeichen, Medizin, an Krankheit und so weiter und so weiter. Und genauso ist es, das ist schon ein Entheiligen, was hier passiert mit Holofeeling, dass mir diese unendliche Vielfalt, die Puzzlestücke, rein auch arithmetisch zueinander setzen, wieder zum Heiligen Ganzen. Okay? Wir waren jetzt nur bei der Ideenlehre übrigens ganz, ganz kurz abgehandelt. Mag's wird klingen, es ist eigentlich, das hängt davon ab, wie viel du dich mit Holofeeling beschäftigt hast, dann wirst du feststellen, ich weiß jetzt bei meinen Fading Worlds ist überhaupt nicht wahr, was ich gesagt habe. Nein, absolut nicht. Okay. Ähnlichkeit und Unähnlichkeit sind für ihn Ideen, das heißt Reade, das ist ein Oxymoron, reale, zeitlose Gegebenheiten. Ja. Wenn wir das Real so benutzen, wie du das Wort Real auslegst, wobei das Wort Real ja auch wieder was anderes heißt. Nicht immer nur eine Seite nehmen. Das sind zeitlose Gegebenheiten. Ja. Wir wissen, Geg 3-3 heißt Dach, das Ausgedachte. Als 33 gelesen heißt es Welle und die Welle ist arithmetisch gesehen Expen. Eben ist Expen, ist immer eigentlich nichts. Eben. Im Sinne, und da haben wir jetzt wirklich im Sinn mit 2 N. Im Sinn von E Quadrat. Von Parmenides Forderung. Das Seiende müsse aller Veränderung entzogen sein. Das Bewusstsein ist jeglicher Form von der Veränderung entzogen. 200 Gramm rote Gnede bleibt immer 200 Gramm rote Gnede, egal welche Form du ihr dir gibst. Das Meer bleibt immer dasselbe Meer, der immer ist, ist immer dasselbe, egal welche Wellen ihr an der Oberfläche aufschmeißt. Ja. Absolut. Ein träumender Geist ist immer dasselbe träumende Geist, egal welche, was er jetzt gerade träumt. Ja. Und du, Mensch, rot geschrieben, du Adam, bist dein ganzes Leben von deiner jetzt ausgedachten Säuglingstrockennasenaffengeburt bis zu deinem jetzt ausgedachten Dahinschieden und Auflösung Asche zu Asche, Staub zu Staub dieses Trockennasenaffenkörpers, wenn du ihn verbrannt in der Grab geschmissen wirst, was auch immer. Du als Leser, als Geist, der dieses Leben mit ständig wechselnden Informationen im Hier und Jetzt erlebt, bist dein ganzes Leben immer derselbe Geist. Ja. Stimmt oder stimmt? Was ist jetzt da die Frage? Was kann man da nicht verstehen? Dann geh mal rein und hör die philosophische Vorlesung an, wenn die anfangen zu diskutieren über den Dialog. Schon innerhalb des Dialogs, die durch die Namen ausgedachten Personen fangen zu diskutieren an. Als Idee sind den veränderlichen Erscheinungen übergeordnet. Jetzt wird es hier die platonische Idee, ich habe nur die blaue Seite jetzt gemacht, die ist übergeordnet. Ich sage immer, im blauen Ich, die Programmstruktur in der Matrix, die Daten in deinem Arbeitsspeicher, jetzt ist natürlich immer die zwei Seiten denken, sind den einzelnen Bildern, die auf dem Bildschirm auftauchen, übergeordnet. Sie sind nämlich auch dann da, wenn sie nicht ausgerechnet werden. Immer wieder an die zwei Seiten denken. Hierarchisch, nochmal, das muss installiert sein. Wir haben einen absoluten Mittelpunkt. Wenn wir den als die Quelle eines Seins andenken, ist dieser absolute Mittelpunkt ist nicht denkbar. Das heißt, wir brauchen automatisch, sobald wir den denken, ist ja schon wieder ein Gegenteil da. Wenn du die Quelle allen Seins, den Ursprung allen Seins in den Himmel hochdenkst, jetzt mit deiner Logik, dann fällt dir was ein, weil es kommt ja alles von Gott, von dieser Quelle allen Seins. Wenn du den als El Hayom, so wie er in der Bibel bezeichnet wird, wirklich Gott das Meer nach unten setzt, dann taucht was in dir auf. Ja. Darum muss man dieses Übergeordnete, dürfen wir jetzt nicht raumzeitlich sehen, sondern hierarchisch. Ja. Es ist wie mit dem Subjekt und dem Objekt. Wenn du vor dem Spiegel stehst und lächelt das Spiegelbild. Das passiert aber im selben Moment, weil es gibt ja nur jetzt. Ja. Und jetzt ist praktisch hierarchisch gesehen, wer jetzt, obwohl der vorm Spiegel, der bestimmt, was im Spiegel passiert, ist übergeordnet. Obwohl er nicht drüber ist, sondern davor. Ja. Du weißt, was ich meine? Ja. Also das kann man auch drehen. Auch hier haben wir wieder unsere 16 Zeiten. Ja.
Aber da, was du meinst als Kleingeist, und das ist immer wieder, Kleingeist ist keine Beleidigung, wenn ich das auch. Im Nee. Gegenteil, ich heb dich hoch, ich heb dich aus den Existenzen heraus. Jawohl. Weil Ja. alles, was existiert, ist kein Geist, es ist vergängliches. Geist ist ewig rot geschrieben. Und auch ein kleiner Geist, ich sage ein kleiner Hosenscheißer-Mensch, ist schon ein Mensch, aber noch ein sehr unreifer Mensch. Das betone ich mit Kleingeist, aber er ist ein Mensch. Genau. Und Ja. ein Kleingeist ist ein Geist, ein kleiner Gott, ein Geistesfunken, wie ich das nenne, ist ein Gott, aber noch ein sehr unreifer Gott. Ja. Aber der kann nicht existieren, wir können an den Gedanken denken. Sie bestehen unabhängig von ihnen und verleihen ihnen die Eigenschaften von Ähnlichkeit und Unähnlichkeit. Im Rahmen dieses Modells stellt das Ineinandergreifen von Ähnlichkeit, ist schon interessant, das Ineinandergreifen. Wie greift Plus und Minus eigentlich ineinander? Die sind eins. Okay? Das ist nämlich jetzt interessant, da haben wir nämlich wieder dieses In, göttliches Sein. Da machen wir jetzt AIN ein, wie wir sprechen, göttliches Sein ist nicht existierend. AND, die Schöpfung einer existierenden Öffnung, wenn wir das blau machen, ist das Auf- und Abschwingeln, ist ein Erwecken von Gehirnspiegelungen, von geistigen Spiegelungen, die als Fan, als Pen, als Facetten auftreten. Facettenexistenzen. Jetzt wird es interessant, wir haben mal dieses PN. Drum haben wir, unser Pen heißt zuerst einmal ein Aspekt. Der Aspekt ist eine Ecke. Aspekulum, immer dran denken, Spezies, Spekt, das ist das Sehen, Schauen, das kommt von Spekulum in einen Spiegel schauen. Wenn wir uns jetzt unseren Tetraederspiegel denken, ist das zuerst einmal hier ein D-Dreieck, ein Vierspiegeleck mit vier Ecken, aber sobald wir das Hochspiegeln jetzt ausgedachterweise, sind da unendlich viele Ecken und du schaust nur in eine dieser winzigen Ecken rein. Drum ist das ein Ein Aspekt. Aspekt, genau. Okay? Interessant ist, diese ganzen Aspekte in deiner Logik, da müssen wir jetzt ein I dran hängen, das heißt mein Aspekt, dann kommst du auf die Oberfläche. Das ist nämlich jetzt, das ist nämlich die Vorderseite, wo ich sage, du stellst dir was vor und deine Vorderseite ist deine Oberfläche. O, Greisen, Ballon erweckt auf der Fläche. Und das Ganze ist Gag, ausgedacht, N, über dir drüber. Weil du überlegst dir das ja, denk an das Fundament. Überlegen und Lügen verbleiben. Und zwar verbreitest du die auf der Oberfläche. Deine Erbrille ist eine Fläche. Das ist Physik. Ich betone immer wieder, Leute, das ist wirklich Physik. Leute, meine ich jetzt, das war verkehrt ausgedrückt, das wären die Medim gewesen, die Toten des Meeres. Denen erkläre ich es ja nicht. Wenn ich jetzt das hier ein M hin dran mache, dann kriegst du das Panim Panim, je nach Aussprache. Wir wissen, das ist dein Bedeutung. Selbe Wort ist auch das Innere, das passiert nämlich der Sinn. Diese raumzeitliche intellektuelle Existenz, 50-50, das ist der Sinn. Plus 5, minus 5. Dein bewusster Gott, machen wir das einmal rot. Der ist in Ihnen. Darum ist Gott NN, immer das doppelte NN. Ja, wunderbar. Gut? Ja, passt. Schau, ein kleines bloß ineinandergreifen. Übrigens, immer Song. Kein Problem, ein 400-Seiten-Buch draus zu machen. Absolut. Weil du kannst es jetzt wie ein Fraktal iterieren. Von Ja, Ähnlichkeit und Unähnlichkeit in der Welt. Wie wissen wir das Brand, der polare Rand. Der Erscheinungen für Sokrates kein Problem. Etwas nicht vorgelegtes war. Stellt kein Problem dar. Das sind aber geöffnete Berechnungen. Er kann es darauf zurückführen, dass die sinnlich wahrnehmbaren Dinge von beiden Ideen, der des Ähnlichen und des Unähnlichen, beeinflusst werden. Jetzt ist beide Ideen, wie definiere ich jetzt beide Ideen? Wir müssen unterscheiden, es gibt rote Ideen, das sind praktisch die Programmstrukturen, die Grundlage, und es gibt dann die ausgedachten Ideen. Das haben wir dann in dem Wort Idee als äußere Erscheinung. Das ist Ansehen, Gestalt, Panim, Panim-Denken. Panim ist das Ansehen und die Gestalt. Ja, genau. Da hast du das genau. Aber das, was du hast auch innen, das ist jetzt hier dann definitiv das, was hier die Art und Weise, Beschaffenheit des Wesens, wo war es, das ist die Reihe. Innerhalb dieser vier Spiegel sind diese verschiedenen Arten und Dinge. Da ist nämlich Eden. In den D-Reihe, in dem geschlossenen Spiegel, rot geschrieben, ist nämlich Eden. Das ist das absolute Zentrum von allen Dingen.
die sich erst einmal in zweierlei Meinungen äußern. Ist jetzt die Velja Berg oder da? Das ist eine blödsinnige Frage. Das Ganze kann man bei den 16 Seiten komplexer machen, dass ich dann immer sage, ist jetzt eine Wohnung eigentlich ein Schlafzimmer, Wohnzimmer, eine Küche oder ein Klo? Merkst du, was das für dumme Fragen sind? Wenn du das Prinzip einmal verstanden hast, wirst du feststellen, jegliche Form von politischer und religiöser, theologischer Diskussion hat dieses Prinzip nicht verstanden. Es ist ständig ein Kampf um einen einseitigen Standpunkt. Richtig. Wenn ich jetzt sage, diese berühmte Wohnung, die ich jetzt gerade zitiert habe, als Symbol zusammengeschmissen, nenne ich das Christentum. Sind jetzt die richtigen Christen, die Katholiken, die Protestanten, die Zeugen Jehovas, die Hutterer, die Amish-Bibel, die sieben Tage ab bis Kind, die Zeugen Jehovas, was sind die richtigen Christen? Gute Frage. Dann kann ich jetzt ganz, ganz definitiv sagen, die sind angeblich alle Christen, aber keine wirklichen. So ist das ja. Ein Klo ist keine Wohnung. Es ist ein Scheißhaus. Das gilt für jede ausgedachte Partei und jede ausgedachte Religion, egal welche Couleur sie hat. Es ist eigentlich die Quelle für Streit. Ich habe Recht und ihr habt nicht Recht. Der hängt das Recht, ihr könnt behaupten, was ihr wollt, ich sehe es doch. Du musst dich halt einmal gedanklich in Bewegung setzen, dann wirst du feststellen, dass das, was die anderen sehen, auch richtig ist. Was übrigens unser richtig und verkehrt, wenn ich immer sage, die Richtung, pass auf, wir trennen das auch einmal, das Wort, die Basis von richtig, von Richtung, setzt eine Kehrseite. Das habe ich tausendmal erklärt. Wir können das auch rechts und links nennen. Ja. So viel zum Thema die Linken. Links, das Wort linkisch, links heißt umgedreht. Es wird das Innere nach außen gekehrt. Es ist schlichtweg verdreht. Links ist immer verdreht. Das heißt, wer jetzt da mehr Recht hat, die Rechten oder die Linken, ist wieder eine Definition, was du als richtig ansiehst. Wenn du links als richtig ansiehst, hast du ein großes Problem. Wenn du rechts als umgedreht, als falsch ansiehst, hast du auch ein Problem. Es ist nämlich, beides ist richtig und beides ist verkehrt. Hängt davon an, was du als richtig setzt. Ja. Naja. Jetzt schon zu den vier Seiten und dann zu den acht Seiten. Das ist wahre Philosophie. Ja. Lass uns da ein bisschen rein. Du merkst schon, die Worte waren sehr, sehr, sehr interessant. Einmischung, ähnliches. Die Ideen hingegen sind in ihrem Dasein sowohl von der Erscheinung als auch voneinander gänzlich getrennt. Das sind jetzt die blauen Ideen. Wenn ich jetzt die Idee als eine Erscheinung setze und ich sage, ich denke jetzt an einen Baum und ich denke an ein Reh, dann sind es zwei verschiedene Ideen im Dasein, die sowohl von der Erscheinung als auch von der gänzlich abgetrennt sind. Daher kann es die reine Unähnlichkeit, das schlechtlich Unähnliche als Idee geben. Kann es die reine, die Spiegelunähnlichkeit, das schlechthin Unähnliche als Idee geben. Das heißt, ich kann, Geist ist eben, ich kann durchaus immer unterscheiden, wenn ich jetzt als Idee, jetzt hast du mal das Wort in der Datei, das Wort Krebs habe, kann das auf der Oberfläche sehr unterschiedlich sein. Aber was gibt es bei dem Wort Krebs? Man muss jetzt unterscheiden, rede ich rein von dem Wort, im Anfang war das Wort Krebs, das Krebs, das Wort Krebs ist auch wieder wie unsere Wohnung. Ist jetzt Krebs eine Krankheit, ist es ein Standzeichen? Es ist wie eine Kollektion immer wieder, ein Überbegriff, die aber übrigens alle arithmetisch zusammenhängen über diese Vordersprache. Kannst du dann das sehen? Es wird praktisch, die Symbolik wird entschlüsselt. Ebenso gibt es die Ähnlichkeit als Idee, an der nichts unähnlich ist, gespiegelt. So können Ideen vom Gegensätzlichen als reale Vielheit existieren. Das habe ich gerade erklärt mit Krebs. Die Welt des Sein muss nicht wie die Iliaden meinten, absolut homogen sein. Das ist natürlich jetzt auch so eine Sage, was ist homogen? Was bedeutet homo? Ja. Da gehe ich jetzt nicht sonst gleich wieder zu arg ab. Da denkst du jetzt erst einmal an das Wort Mensch. Ja. Das ist aber, das ist schon wieder übertragenerweise. Wenn du die vergisst, bedeutet das was anderes. Erst wenn die Iliaden zeigen können, dass die von ihnen behauptete widersinnige Mischung von Ähnlichkeit und Unähnlichkeit die Ideenwelt beträfe, erhält ihre Argumentation gegen die Realität der Vielheit Gewicht. Und jetzt kommt also hier, ich will mal ganz, ganz kurz, da kommt hier, habe ich das unten, das Segel doch einmal schauen. Warte mal einen kleinen Moment, ich mache das einmal so, ich will mal. Da machst du doch schon. Da ist es.
Nach der Ideenlehre sind alle sinnlich wahrnehmbaren Objekte Bündel von Eigenschaften. Ich sage immer wieder, egal was du denkst, ist eine Kollektion, die du wieder dich reindenkst. Du kannst jetzt die Stadt denken, die Stadt ist kein Bild. Und du kannst dir aus einer Stadt ein Bündel von Eigenschaften, meinetwegen eine Straße, rausdenken. Dann hast du in der Straße viele Häuser rechts und links stehen, dann kannst du dir ein Haus denken, dann kannst du in der Haus dich reindenken, ist es ein Einfamilienhaus oder ein Wohnblock. Und so hast du immer Kollektion, Selektion, Kollektion und so weiter, deren unterschiedliche und wechselnde Kombinationen jeweils die besondere Beschaffenheit des Einzelobjekts ausmachen. Die Eigenschaften treten auf, weil die Objekte die Ideen in sich aufnehmen und damit deren gestalteten Einfluss unterliegen. Das ist sehr, sehr wörtlich. Man kann das so leicht, wenn du diese Metaphern von mir verstanden hast, wirst du feststellen, dass das einen totalen Sinn macht. Darum sage ich immer wieder, du wirst von mir nie hören, dass irgendwas nicht stimmt. Du wirst aber merken, ob einer versucht, einen höheren Komplex zu beschreiben, also Worte, oder ob es in eine Einseitigkeit führt. Beispielsweise ist ein großes Ding groß, weil es etwas von der Idee der Größe empfängt. Das ist jetzt immer diese Grundlage. Was ist Größe? Das ist wieder alles sehr relativ. Es ist ein Vergleich. Wann hört die Sparsamkeit auf und wann beginnt der Geiz? Ja, genau. Wir haben zwei offene Enden und du wirst feststellen, dass das unendlich große und das unendlich kleine, ich drücke es noch genauer aus, das Unendliche und das Nichts dasselbe sind. Ja. Weil der Berg, es ist nur gespiegelt. Ja. Mhm. Wir kommen jetzt in ein ganz anderes Denken. Ja, ja, ja. Und damit gewissermaßen an diese Idee teilnimmt. Hier stellt sich aber die Frage, wie ein solches Teilnehmen vorstellbar ist. Wenn jede Idee, wie ist die Ideenlehre, ist ganz einfach. Du denkst dir, du bist das Meer. Und du schmeißt Wellen auf. Mhm. Dann stellst du dir verschiedene Facetten vor, die eigentlich nur eine Illusion ist, weil jede Welle eigentlich das ist. Mhm. Es ist nichts. Mhm. Aber du kannst jetzt die mit Oberwellen extrem deine Oberfläche rein durchdenken. Nochmal die N, geöffnete Existenz, Ken, ist wie existierend ist das Fundament. Ja, genau. F unter, die Facette einer Welle. F unter ist schon die Facette einer Welle. Schaust du den Wellenberg oder den Wellendal an? Du selektierst, und jetzt kommen wir Mens, Mendio, haben wir doch in Parmenides, Menides, Mens, ja, heißt Lügen, etwas überlegen, über sich drüberlegen und Lügen verbreiten. Ja. Wenn jede Idee, wie es die Ideenlehre fordert, eine unveränderte Einheit ist, muss sie unteilbar sein. Das ist das große Problem, dass es so ist. Eine unteilbare mehr Wellenberg und Wellendal gleichzeitig. Ja, genau. Wenn ich die jetzt aufspanne, bleibt die nicht 2 plus 5 minus 5, nämlich mit Bistolif bei uns ein JHWH. Ja. Bleibt unteilbar. Ich kann aber jetzt eins einfach eine Meinung vertreten. Ich kann meine Hälfte weglassen. Mhm. Dann schaue ich aber unvollkommen. Mhm. Okay? Mhm. Und jetzt somit kann sie nicht auf die an ihr teilnehmenden Sinnesobjekte aufgeteilt werden, sondern muss von jedem Objekt gleichermaßen als Ganzes wahrgenommen, aufgenommen werden. Dem steht aber der Umstand entgegen, dass die Objekte verschieden und voneinander getrennt sind. Was sie ja eigentlich gar nicht sind. Die sind immer in dem Mittelpunkt, in dem Kopf dessen, der sich es ausdenkt. Ja. Ich kann mir jetzt verschiedene Städte denken, unendlich viele. Ich sage jetzt wirklich, ich denke mir jetzt Zürich und ich denke mir Wien. Ja. Die kann ich mir auseinanderdenken und vorstellen, weil ich sie mir ausdenke. Mhm. Aber in Wirklichkeit sind die 200 Gramm rote Gnede, die jetzt genau hier in der Mitte diese Form annimmt. Ein und dieselbe Idee muss also in ihrer Gesamtheit zugleich eine Vielzahl von separaten Objekten vollständig präsent sein. Das ist, wenn du jetzt an das Meer, sprich die Synthese und seine Wellen denkst. Das, und die Wellen, Synthese und Antithese. Mhm. Ja. Die aber immer symmetrisch aufgebaut sind. Und jetzt pass auf, Parmenides vergleicht dies mit einem Segelduck, das mehrere Menschen bedeckt. Jetzt gibt es in unserem, es gibt Mensch, ist die Schwierigkeit, das wäre jetzt wieder irgendeine Gruppe. Ja. Mhm. Es sind ausgedachte Menschen. Mhm. Ich muss mir viele Menschen ausdenken, da kann ich ja Segeltuch drüber schmeißen. Mhm. Aber das ist jetzt nur wieder unser BD. Mhm. Verlag geöffnet, fängt es an zu ecken. Mhm. Eckspiegelungen. Mhm. Mhm. Bei Adam sieht es anders aus. Okay?
Weil wir haben ja nur einen einzigen Menschen, das ist der träumende Geist. Ja. Genau. Und der wird jetzt bedeckt mit einem Segeltuch. Jetzt, ich will bloß mal das eine Wort rausmachen. Das ist jetzt eine Metapher, sagt man. Ich sage, mit Holofeeling werden Metaphern zu real berechenbaren Objekten. Wir machen einfach wieder die Konzertante. Da lacht uns übrigens die Welle schon an. Ja, genau. Ich kann jetzt zum Beispiel lesen, das Bewusstsein ist E-Quadrat. Mhm. Und es wird GL zu einer Welle. Wir machen mal die Konsonante Grad X SGL und da setzen wir jetzt das Bewusstsein als 60. Nochmal GL, SGL, das ist das Segel. Schau mal, was da passiert. Das Segeltuch ist jetzt ein Kader. Das heißt, wie berechnet, wie eine Generation. Und das erzeugt deine Körper. Das erschafft Körper, die Körperschaft. Die Körper wiederum sind eigentlich durch Personas rein, das sind reine Masken. Ja. Okay? Ja. Aber jetzt ist interessant, dass hinter diesen Masken steckt ja ein Mensch. Nämlich der, der sich's ausdenkt. Ja. Und der ist sicher wie eine Kava. Das ist jetzt, womit die Füße gehen, das ist Lila. Genau. Lila. Sanskrit geschrieben heißt Spiel. Nochmal die Spiele Krishnas heißt eigentlich. Ja, Lila Krishna heißt die Spiele Krishnas, die Spiele Gottes. Und Lila ist doch rot und blau gleichzeitig. Ja, genau. Rot und blau ist der Adam. Seher, der Denke, ist rot und das Ausgedachte ist blau. Das rote Ich und das blaue Ich. Der Leser und sein Programm, sein Buch. Das ist das, was die Körper erschafft. Ja, genau. Und das ist wie berechnete Generationen. Ja, schön. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Absolut. Man muss schon ein wenig komplexer denken. Schau, da steht es eigentlich, den Stab kannst du dann übrigens als Stecken denken. Das heißt, die aufblenden sind es die Ecken. Ja, genau. Stab ist Stecken. Schau, da steht es hier schon, wird es ganz, ganz leicht noch mit angesprochen. Ja, genau. Okay, jetzt haben wir das Segel und jetzt machen wir mal das Tuch. Ich habe doch gesagt, das sind gespiegelt aufgespannte Erscheinungen. Da führt uns das jetzt, dass du mal gespiegelt aufgespannte Erscheinungen hast, Fasten. Phasen, ich sage immer, du darfst die Geschwindigkeit, hast sich jetzt erst einmal fast. Festmachen im Englischen, gell? Festmachen. Mhm. Fest auf die Worte Gottes vertrauen. Hoffe ich jetzt irgendwann einmal, dass du damit anfängst. Ja. Ja. Absolut. Und noch Tuch. Kommt da das Kleine dazu, die mache ich jetzt ganz kurz, weil sonst wird es zu lang, dann müssen wir das abbrechen. Hallo. Hi Kleines, ich nehme gerade auf. Hallo. Hallo. Das ist also hier, schau, das sind so Kleinigkeiten, das mehrere Menschen bedeckt. Du siehst jetzt, dass die mehreren Menschen sind mit ihm. Das sind ausgedachte Menschen. Und wenn wir jetzt einen Mensch wieder als ein blaues Ich setzen, sind das eine Kollektion von mehreren Einzelträumern. Die können wir aber wieder in einem Bücherregal praktisch zusammenstellen, wie in einen Ordner setzen, dass wir sagen, wir denken uns einmal ein Häufchen von Mensch, da mache ich jetzt wieder eine Gruppe und dann sage ich, das sind jetzt Christen, das sind Zeugen Jehovas. Mhm. Das sind SPDler und das sind CSUler, das sind Moslems. Mhm. Wir haben immer wieder das Segeltuch, macht die Kollektion aus. Und die machen sich, das ist unser Fasten, die machen sich fest an einen Glauben. Aber nicht an dem eigentlichen Zentrum, an Gobi, Gott. Mhm. Das ist Selbstsinn. Übrigens hier in dem Fasten hast du hier die G-Reihe mit einem Hüben, einem drüben. Das ist immer die vier Spiegel, G-Reihe. Ja. Sind in der Mitte. Ja. Ah ja, schön. Das Spiel ist immer wieder auch, wenn du gleich immer die eine Ebene liest, da kann ich jetzt zum Beispiel, das ist mal die Öffnung der Schöpfung, die 15 ist ja, aber das wird zu weit führen. Das, wenn du mal drauf hast, ist es ganz einfach, es ist total easy. Da sind jetzt so viele Kleinigkeiten, sodass ein scheinbar als Ganzes über sie ausgebreitet ist. Ich sage immer, das ist ein scheinbares Ganzes, ist immer eine Kollektion. Die große Kollektion siehst du ja nie. Du kannst, wie ich immer wieder sage, du kannst eine Stadt, ein Haus nicht sehen, du hast noch nicht mal deine Küche gesehen. Ja. Richtig. Das sind so Sätze, die sind so widersinnig für einen Materialisten. Stimmt oder stimmt? Das ist, zeig's mir. Ich sage einfach, ich beweise doch alles. Licht, wenn die über Licht reden, Licht hat noch nie einer gesehen. Wenn ich Licht eingebe hier, ganz normal das Licht oder die Lichtgeschwindigkeit, das sind Phrasen drin, wenn da einer denken würde, wie ist Lichtgeschwindigkeit definiert, eine Sekunde pro Sekunde.
Warte mal schnell, mir kommt da gleich was im Sinn. Ich habe den Ton, den habe ich ja mit eingeschaltet. Da müssen wir jetzt ganz kurz mal reingehen. Ich wollte eigentlich. Lass uns mal da ganz kurz reinhören. Sag mal, wenn der Ton nicht da ist oder da sein sollte. Noch höre ich nichts. Ja, es läuft noch nichts. So, soll ich mal das Schweigen brechen? Habt ihr den Ton? Ja. Also pass auf, diese vier Pixelmännchen, die du dir jetzt ausdenkst, das natürlich keine Menschen sind, sondern eine Gedanke sind, die Titel stehen drüber, ich mache das einmal ein wenig größer. So reicht es eigentlich aus. Das sind so ein bisschen zur Zeit aktuell ausgedachter weißer Koryphäen, wobei der Halfwasser, ganz interessant, der ist schon gestorben. Vor nicht allzu langer Zeit, ich und jetzt ausgedacht. Der ist ein ganz, ganz großer Blaudon-Kenner weltweit gewesen. Gibt es ganz tolle Vorlesungen über Blaudon, aber was du hier merkst in der Diskussion, es sind alles tiefgläubige Schwätzer und Materialisten. Lass uns mal kurz reinhören. Ja, vielleicht jetzt nämlich einen Punkt, der knüpft bei der Herrn Tetens an, also bei dem anthropisch, also sowohl bei der teleologischen Struktur der Gesamtentwicklung und bei dem anthropischen Prinzip. Da hatten wir ja auch in der ersten Runde heute Morgen schon gehört, ja, also uns gibt es seit, ich weiß jetzt nicht, also weniger als 13 Milliarden Jahren oder sowas. Also muss das. Ich hoffe, ihr könnt den Ton verstehen. Das ist ja, wenn halt ich höre, versteht ihr das? Ja, versteht man ja. Gut, also uns gibt es seit 13 Milliarden Jahren. Genau. Universum, also wenn das Universum. Es beginnt schon mit dem Satz Universum. Was löst das Wort Universum in dir aus? Wir Geist wissen, Universum heißt das in eins gekehrt. Ja. Wenn du das Wort hier schon verkehrt und er ist jetzt hochdotierter Philosophieprofessor und er weiß nicht, was Universum heißt, er denkt sich beim Universum einen riesen ausgedehnten Raum. Das merkst du in seinen ganzen Vorlesungen. Er entheiligt das Wort Universum. Und sinnvoll nur ist als Veranstaltung. Das ist übrigens sinnvoll. Nächstes Wort, der Sinus. Denk beim Sinn immer den Sinus. Ist es in eins gekehrt? Das ist der Sinn. Aber es ist nicht, dass hier Wellenberg oder Wellendal kommt, sondern wie ich immer sage, es pulst, unsere Vakuumfluktuationen. Ja. Dieses Vakuum, diese Leere aus dem Nichts, springt Teilchen an die Teilchen und fällt in sich zusammen. Das ist aber ein Kreisen mit Lichtgeschwindigkeit. Ich soll immer, wenn ich es so mache. Ja. In dem Moment, wenn wir bei Null beginnen, wenn was auftaucht, geht was runter. Dann wird es beides Null und darum haben wir diese vier Phasen. Das ist dann das Pi. Gott. G-O, G-Waff ist ja O, ist ja Waff. Das Kreisende ist eigentlich was doppelt aufgespanntes. Das heißt, statt G-O, T-T, 400, 400 ist 800, das ist das Pi, die Weisheit Gottes, kann man natürlich auch G-Waff lesen. Jetzt merkst du, wieso das O zu dem Waff wird. Und wir wissen ja, wenn wir das jetzt hebraisieren, dass dieses G-Waff das Innere ist. Dieser Geist ist ja die Synthese rot geschrieben. Und wenn wir den doppelt aufspannen, ich sage mal, wenn du da unten hinschaust, siehst du das? Ja. Wenn wir das doppelt aufspannen, dann ist das ja das Innere. Ja. In dem Inneren ist eine Gemeinschaft, das habe ich schon, bin ich darauf eingegangen. Go be. Aber wenn wir ein doppelt aufgespanntes Pi haben, der Geist wird dazu was doppelt aufgespannt als Waff gelesen. Haben wir ja zwei Pi und die zwei Pi sind der Einheitskreis. Wir haben nämlich eine Plushälfte, das ist ja Pi. Die komplette Kreisumdrehung im Einheitskreis ist 2 Pi. Das ist G-Waff-Pi. Es sind 2 Pi, ein Pi oben und ein Pi unten. Das rote Pi ist oben, das ist die Weisheit Gottes und minus, 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 plus ist das Wissen deines Intellekts, das du zum Denken benutzt. Magst du? Ja, absolut. Für uns als intelligente Beobachter. Für uns als intelligente Beobachter. Das ist ein Widerspruch in sich selber. Dann würdest du sagen, Geist ist intelligent. Aber Geist ist nichts. Das ist eine Definition von Geist, dass Geist schon wieder zu was macht. Ja. Gott ist nicht intelligent, Gott ist alles. Ja. Wenn er intelligent wäre, wäre er nämlich nicht dumm. Aber dann du, MM, ist ja schon wieder, du, MM, ist das hier, das ist auch du all. Ja. Und nichts, sobald du geöffnet, aufgespannt wirst, wirst du all. Ja. Muss das so lange warten?
oder gäbe es die Möglichkeit sozusagen einer anderen Deutung? Da will ich nochmal auf die Singularität zurückkommen. Singularität. Mhm. Und das ist jetzt, da steckt immer wieder, wenn ich euch das zeige, das ist dieser Sinn, und ich bleibe jetzt nochmal im Hebräischen. Wir wissen, Sinn habe ich tausendmal eingegeben, heißt, weißt immer auf was Vorhergehendes hin. Weil du, wenn Berg, wenn da ist, ist hell, da muss vorher dunkel gewesen sein. Ich bin jetzt gesund, also war ich vorher krank, und ich bin jetzt krank, also war ich vorher gesund. Das ist also dieses einseitig ausgelegte Sinn. Da habe ich so oft Gegenteil, wenn das Gegenteil und etwas vorhergegangen ist, das ist die Welle, die wir uns jetzt schon aus dem Einheitskreis, aus dem ewigen Hier und Jetzt ausdenken. Wenn wir das natürlich hebraisieren mit der 60, raumzeitlich intellektuelle Existenz, dann kriegst du hier den Chi, na, das ist das hebräische Wort, Chi heißt ja wieder Leben. Leben, genau. Genau. Ist die existierende Schöpfung, und das haben wir gerade in den Ahnen schon gehabt, das ist hier noch unreif, noch nicht vollkommen. Mhm. Ich mache ganz kurz. Das ist nicht gar gekocht, noch roh, nun. Mhm. Schau, aufgespannt, zwei Existenzen, wo eigentlich immer nur eine angeschaut wird. Mhm. Aber interessanter ist noch der Zapfen. Ah, ja, genau. Z.A., die Geburt einer Schöpfung heißt herausgehen. Mhm. Ich habe es zigfach angezeigt. Ja. Aber zur Erinnerung, das heißt hinaus, aber was tust du hinaus? Du tust erst einmal das generierte Eck, die generierten Ecken um dich herum stellen. Die R ist die Generation in einem Eck. Das ist ja um dich herum ausgedacht, und K.O.T. heißt wie Zeit, wenn man das mit 70 schreibt. Der Code. Hinaus, hinausgeschmissen, das ist Z.A. Wenn wir das A jetzt vor K weglassen, kriegen wir Z.B., das ist die Geburt von Wissen. Mhm. Wo ist das Wissen? Das Wissen, das in dir auftaucht, schwimmt auf der Wasseroberfläche. Das ist nämlich das hebräische Wort für auf der Wasseroberfläche schwimmen. Mhm. Du bist immer. Ja. Das ist der Sinus. Wir sind bei Sinn. Wir waren uns Ausgangsbasis, war der Sinn. Ich habe jetzt nur die Unterwörter wieder generiert. Und jetzt erinnere dich ganz wichtig an den Anfang des Gesprächs, wo ich das Beispiel mit dem Taschenrechner gebracht habe. Ja. Mach das für die Ariane, ich habe einen Taschenrechner gebracht, ich sage, das ist ein Taschenrechner, und da gibst du jetzt Zahlen ein. Ich habe dann eingegeben 75 plus irgendwas anderes, und dann kriegst du ein Ergebnis. Mhm. Und wenn du jetzt nicht weißt, was addieren ist, muss dir klar sein, dass hier irgendeine Regel ist, die zwei Eingaben von dir was Neues draus macht. Mhm. Und nichts anderes passiert, was wir jetzt hier machen. Der Gematrie-Explorer, dieses in der Vatersprache, das Hebraisieren, das Umformen in eine andere Sprache und dann die Teilglieder wieder zerlegen in Elemente der Vatersprache, ist wie wenn du das in einen Taschenrechner eingibst. Darum stimmt das immer. Du weißt, wenn du zum Spielen anfängst, dass du da sehr gewissenhaft bist, was du jetzt mit den China, was ich sage, was hat der Sinn mit China zu tun und mit einem Zapfen zu tun, durch das Hebraisieren entmythologisierst du die Worte, die werden zu einem reindeckst. Du kannst Mythologien praktisch mit diesem Rechner entmythologisieren. Mhm. Mhm. Okay? Mhm. Mal weiter. Wenn ich das richtig verstanden habe mit der Singularität, ist die Singularität... Weil cool haben wir vergessen, wir waren ja erst bei Sinn. Wir brauchen ja das cool noch. Geil ist die Welle. Das heißt, jetzt kriegst du ein Jauchzen, ein sich Wälzen, ein Rollen. Rolle du, wälze du, fang an hier. Das sind die Gedankenwellen. Fang an zu jauchzen. Hey, ich lebe ja, ich bin ja wer. Was ist ein Geist, der träumt, der schläft, ohne zu träumen? Ein Nichts. Genau. In dem Moment, wo du zu denken anfängst, nochmal, denken, ein Urteilen eines Fundamentes, F unter, die Welle, Mentior, etwas sich überlegen und Lügen verbreiten in die Longitudinale, sind alles nur Gedankenwellen im Hier und Jetzt. Mhm. Das heißt, du fängst an zu rollen. Rolle wiederum ist Volumen. Ja, genau. Das Volumen nennen die Idioten an den Universitäten Raum, aber der Raum ist ein Traum, T-Raum, ein Spiegelraum. Mhm. Die R wiederum hebraisiert diese erscheinende Berechnung, heißt Reiche, heißt Spiegelwahrnehmung. Du spekulierst, Spezies, schauen, sehen. Ja. Ja. Die punktförmige Zusammenfassung. Im Mittelpunkt, in dem sich alles befindet und aus dem nichts rauskommt. Du musst dir einen träumenden Geist als einen Punkt vorstellen, einen absoluten arithmetisch-geometrischen Punkt. Das ist ein absolutes Nichts. Okay. Mhm. Ja. Jetzt eine Ausdehnung von diesem Nichts bleibt nichts.
Wenn du jetzt einen Stab draus machst, oder mir gefällt das Wort Stecken besser, ist die Ecken, dann ist das aneinander ein ausgedachtes, auseinandergedachtes Aneinanderreihen von Nichtsen. Mhm. Wenn du jetzt in die Multiplikation, in die Quadratur gehst, dann machst du hier unten hinschauen, machst du hier die Ecke von Nichtsen. Yes. Wo sich letztendlich alles, was du dir jetzt mit Koordinaten XY da reindenkst, sich letztendlich in dem Mittelpunkt befindet. Ja. Ja. Dasselbe kann man jetzt dreidimensional machen, dann kriegst du endlich die wirkliche Ecke. Ja. Diese Antithese, Synthese und der Punkt ist der rote 4. Die rote 4, geschlossen. In dem immer alles drin ist. Jetzt kann ich nur wieder sagen, normal, es ist hundertprozentig sicher. Egal, was du dir jetzt denkst, es entsteht hier und jetzt eine Existenz in deinem Kopf. Wie groß ist das Volumen deines Kopfes? Merkst du jetzt schon, wenn du weißt, was Volumen hast? Übrigens, Lumen hast du auf Lateinisch Licht. Wir können das natürlich wieder hebräisieren, dann kriegst du Elwaf. Das heißt, Licht, das verbunden ist. Ja. Wenn wir es rot machen oder Licht, das aufgespannt wird. L-U ist Man. Haben wir doch gerade gehabt. Man ist Denken. Genau. Lumen heißt eigentlich, wenn ich jetzt das hebräisiere, Elwaf heißt Lu, heißt zu mir. Ja. Für ihn, also als Geistesfunken bezogen, als Ausgedachter, okay. Zu ihm, zu diesem Geistesfunken, kommt Man, Denken. Amen. Okay. Haben wir doch gerade gehabt, das ist Mana. Das passiert durch eine Abtrennung. Das Aufblühen erzeugt eine Trennung und das ist das Siebesprof. Was soll mir leben? Wie oft habe ich das gesagt? Die wollen nicht raus aus Ägypten, aus der Welt der Zwanghaftigkeit. Du willst nicht raus aus deinem Körper, wo du für Geld arbeitest, wo du alles machst für irgendwelches Kaufmannsdenken. Ja. Vor was soll mir leben? Dann sagt der Mose vom Manna. Was ist das Manna? Du darfst nicht mehr sammeln, wie das bis zu heute Abend reicht. Das heißt, alles, was du an Geld und an Besitz als Sicherheit ansiehst, das wird dir wie Sand zwischen den Fingern zerrinnen. Nur am siebten doch darfst du mehr sammeln. Mehr. Ja. Ja. Das ist das Denken. Von was soll mir leben? Vom Denken, von Mensch. Ja. Von gestaltgewordenen Existenzen, halt, wenn wir das wieder konsonant sehen, ganz einfach von dem Denken. Das ist Mensch. Ja. Das ist der innere Sinn, siehst du? Das sind zwei N. Ah ja, genau. Der Denkort, die Sinnesart, der Gemüt, der Charakter, das führt dich jetzt zum Abi. Schau mal, Animi. Dein Ani ist dein blaues Ich. Du lebst von deinem Blauen Ich, von dem Buch, das du zurzeit liest, von dem Programm, dein Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm. Kann man natürlich rot und blau machen, dann kommt nämlich der Geist ins Spiel. Denkvermögen und Verstand hat nichts mit Geist zu tun, aber beide gehören untrennbar zusammen, weil was ist ein Geist, wenn er kein, was ist ein Computer ohne Programm? Genau. Was ist ein Mensch ohne Intellekt? Genau. Was ist ein Tier ohne Instinkt? Schau doch mal jetzt übrigens den Sonn. Ah ja, genau, ab. Und Sonn ist ab. Ab. Das schöpferische Wissen. Du hast den Sonn. Aber was hat jetzt der mit der Nase zu tun? Der normale Mensch, das ist halt so im Hebräischen, hast halt ab, sonst Nase. Aber du hast doch ein Gesicht, das haben wir doch gerade gehabt. Ja, die geistige Sicht, das Penim. Und die Nase ragt über das Gesicht heraus. Das hat zwei Seiten. Die Nasenflügel, jetzt haben wir wieder die zwei, die Lüge. Ist das richtig oder ist das richtig? Ich merke, die Worte, das, wenn du die Worte nicht verstehst, wird es eher so das Geschwätz. Der gesamten Energie und der gesamten Masse des Universums, die dann im Urknall... Also in dem Punkt ist die gesamte Energie des Universums, die ganze Masse des Universums, ich sage mal, das ist ein schwarzes Loch, die durch den Ur immer dran denken, Wurzel, W-Ur. ZL ist die Geburt von Licht und das ist jetzt das ausgedachte Licht, das in deine Gedanken will. Die durch den Urknall dann explodiert. Das ist aber die Vakuumfluktuationen, die aus dem Nichts entspringen. Das Prinzip ist einfach nur, du bist der Träume in der Geist und von Augenblick zu Augenblick wirfst du andere Gedanken auf. Ja. Der beschreibt nichts anderes, aber der denke ich mir jetzt aus, so wie er sich äußert, wenn du weiter zuhörst, obwohl er großer Philosoph und Platon-Kenner ist. Der hat von Platon nichts verstanden. Auseinandergeht.
und sich entwickelt. Wenn man nun diese gesamte Entwicklung im Sinne von Herrn Tetens als eine teleologische begreifen will, das wäre ist ja ganz wichtig, was ist Teleologie? Und das lehnen die dann irgendwie ab, alle. Selbst wenn sie meinen, sie sind teleologisch. Teleos, telos, griechisch. Die Geburt eines doppelt aufgespannten Ex. Und so weiter und so weiter. Ich könnte jetzt da ewig weitermachen in jedem. Du kommst aus dem System mit Hodophiling nicht raus. Das sind die da innewohnenden ZW-Eckmäßigkeiten. Auf den unbewegten Beweger. Magst du alles Oxymoron? Was ist ein unbewegter Beweger? Wohin bewegst du dich eigentlich, wenn du jetzt gedanklich durch deine Wohnung läufst? Dann setzt du dich in Bewegung. Jetzt habe ich das gesagt. Genau. Lass uns jetzt gut sein. Mache ich aber trotzdem mal den Bildschirm da hinweg. Es ist bei mir die Schwierigkeit, wenn ich als Brösel mich in den Traum begebe, bin ich ja nur Figur, die von dir geträumt wird. Darum wiederhole ich immer wieder, das, was der Udo dir in den Traum erzählt, das wisst, ich behaupte ja, dass ich du bin. Es ist natürlich klar, dass der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, nicht der ist, der jetzt vom Computer sitzt, wenn du an dich selbst denkst. Das sind zwei verschiedene Gedanken. Aber es ist derselbe Denker, der sich bei dir ausdenkt. Ja. Wenn du das rote Ich hast, sagst du, ich denke mir jetzt den Udo aus, ich denke mir Adani aus, das Fetting aus und mich selbst aus. Eben. Du bist nicht ein Gedanke von dir, sondern du bist der, der sich jetzt das ausdenkt, was du ihm jetzt denkst. Ja. Und jeder neue Gedanke, den du denkst, zerstört die bestehenden Gedanken. Und all dein Leid, das du Geist erlebst, du bist der Einzige, der wo was erlebt. Ich kann nicht oft genug sagen, was existieren, das kann weder was leiden noch was empfinden. Was existieren, das kann scheinbar etwas wissen. Wenn du dir was ausdenkst und denkst dir, dass der das weiß, der Gedanke. Wenn ich jetzt sage, der Mensch, klingt das schon ganz anders, der Mensch weiß das, der Udo weiß das und der weiß das und der Platon hat das gewusst und der Einstein hat das gewusst, jetzt denkst du dir eine Vergangenheit. Es ist doch nur ein Verbildern von Wissen, das du in dir trägst. Ich sage immer wieder, du behauptest zwangsläufig, dass ein Gedanke von dir was weiß und du damit nichts zu tun hast. Und ich sage jetzt zu dir ganz einfach, ein Gedanke ist eine Information, die beginnt in dir zu existieren, sobald sie von dir gedacht wird. Und diese Information wird genauso dir genauso erscheinen, wie du sie dir selbst ausdenkst. Ja, genau. Ja. Absolut. Darum sage ich immer wieder, du kannst dir jetzt welche ausdenken, jetzt denken wir uns mal welche aus, die sich an Udo Petscher ausdenken, die total begeistert sind und sagen, das ist ja Jesus, das ist Gott, soll ich dir überhaupt nicht. Ich sage, ich bin ein Gedanke, den du denkst. Und wir können uns jetzt welche ausdenken, die sagen, das ist ein totaler Schwätzer, der maßt sich an, Gott zu sein. Ich sage, ich maß mir nicht an, Gott zu sein. Ich bin einfach nur ein Gedanke, der so sein wird für dich, wie du mich als Udo Petscher ausdenkst. Mhm. Aber in Wirklichkeit bin ich du. Der sich jetzt das alles ausdenkt. Bloß ich mache das vollkommen bewusst. Mhm. Weil wenn ich mir jetzt nur welche ausdenken würde, die den Udo, dessen Rolle ich jetzt zurzeit in meinem eigenen Traum auch in deinem Traum spiele. Bei mir bin ich halt immer da und in deinem Traum bloß ab und zu. Mhm. Bei dir ist aber auch ein Tierchen, das immer da ist. Das ist das, was du glaubst. Um solche Tierchen gucken, ein Tierchen kannst du rund um die Uhr beobachten. Die anderen tauchen auf und verschwinden. Das ist ja das Spiel mit den Protagonisten und Antagonisten. Prinzipiell sind in einem Roman diese Charaktere, die ich jetzt entwerfe, sind alles erst einmal KIs. Mhm. Ich mal statt einen Roman weg und sage, ich programmiere Videospiel. Mhm. Dann sind da unheimlich viele Protagonisten als KI. Mhm. Aber wir müssen einen davon als Spieler setzen. Dann erlebst du praktisch diese ganz persönliche Traumwelt, die von diesen Protagonisten aufgeschmissen wird. Und dann sind alle anderen Figuren, die im Traum zusätzlich in Erscheinung treten, sind Antagonisten. Ich betone nochmal, die Gone ist wichtig. Es sind alles nur gewisse Ecken in Ecken in Ecken. Kollektionen in Kollektionen. Genau. Man kann es irgendwann einmal nur ahnen, wie das in Wirklichkeit funktioniert. Ja, 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 Man muss hier real bleiben. Im Gott bleiben, in nichts bleiben. Mhm. Und es ist ein mühseliges Versuchen, irgendjemanden, den du dir ausdenkst, irgendeine Assistenz das erklären zu wollen. Ich kann dir gleich sagen, wenn nicht Geist im Hintergrund ist,
Und das merkst du ganz leicht durch Neugier. Ich erwähne das immer wieder, wenn du in einem Gespräch bist und du versuchst es zu erklären. Versucht dir laufend einer zu erklären, dass du nicht recht hast und rede dagegen, oder ist er neugierig und stutzig, weil er sagt, jedes ist ja vollkommen neu. Im ersten Fall lass ihn einfach fallen und wechsel das Gesprächsthema. Und im zweiten Fall wirst du immer bemüht sein, dein Wissen weiterzugeben, aber letztendlich dich selber, weil du dann auch die Rolle von dem spielen wirst. Ja, genau. Nicht in einem früheren Leben oder in einem späteren Leben, weil die Leben, das, die, die noch kommen, sind alle schon da. Und die, die noch waren, sind im Meer noch da. Ja. Und die, die noch kommen, sind auch jetzt im Meer da. Wenn man weiß, das Symbol El Hayom, Gott, das Meer, zu verstehen. Das ist dieser absolute Mittelpunkt. Ja. Das alles. Ja. Super. Das ist das, wo ich dich hinführe. Von außen nach innen muss führen der Weg. Mein Menschensohn ist dabei ein hilfreicher Stich. Genau. Und es passiert eh. Das Schöne an Holofeeling ist, es ist an keine Bedingung geknüpft. Darum betone ich immer wieder, weil die Leute nicht darauf achten, dass du an deiner jetzigen Rolle als Schauspieler, wie ich sage, so wie ein Schauspieler, der hat, du hast nichts zu verändern. Ich muss damit, kommt gerade was in den Sinn, weil das Thema hat man, das war mit dem Verändern. Du musst zuerst eine geistige Position einnehmen, dass du anfängst, dich selbst und alles, was in dir auftaucht, zu beobachten. Die Ursache, was du merken, ist dein eigenes Konstrukt, Werte- und Interpretationssystem. Das heißt, du machst dir bewusst, wie du reagierst. Du machst dir bewusst, mit welchen Erscheinungen du sympathisierst, welche Erscheinungen du loshaben willst, dass du die gar nicht haben willst, Krankheit zum Beispiel und Krieg oder unglücklich sein. Aber immer, wenn du irgendeine Seite loshaben willst, entheiligst du praktisch die Welle, weil du Einseitigkeiten anstrebst. Bring mir doch irgendeinen Menschen, wenn er krank ist, der will gesund sein. Der will immer nur die Seiten. Wenn es finster ist, will ich, Mensch, die Nacht geht nicht rum, ich will das hell wird. Dadurch wirst du nie begreifen, was es heißt, die Mitte zu sein von den beiden Seiten. Ja, genau. Eine Mitte, die jetzt ganz bewusst in die Seite schaut oder in die Seite schaut und keine der beiden Seiten bevorzugt und als wie-ichtiger ansieht. Genau. Weil das, was wie ich dick ist, das ist dick, ist der Mittelpunkt. Dick, Mittelpunkt, wie ich, der Mittelpunkt. Wie ich doppelt aufgespannt, wie ich im Dick, im Mittelpunkt. Ja. Okay, und jetzt pass auf, wenn du das erkennst, die Sache mit dem blinden Arschloch haben wir, jeder Beobachter, der was beobachtet und damit nicht einverstanden ist, das gar nicht mehr haben will oder anders haben will, wie es in ihm auftaucht, ist ein blindes Arschloch. Und ich betone immer zigfach gesagt, du wirst vom ersten Mal hören, wenn du meinst, du hast es jetzt verstanden. Du hast es nur begriffen, das wird mindestens 20 Jahre dran, bis du es verstanden hast. Ja. Beispiel, es gilt auch, du hast nichts zu verändern in dem Augenblick, wo du jetzt dein Programm, die Fehlerhaftigkeit, die Einseitigkeit deines Intellektes, diese extreme Fehlerhaftigkeit in Bezug auf das heilige Ganze, wenn du das jetzt erkennst, juckt es in den Fingern, das Programm zu verändern. Und ich sage, das darfst du nicht. Das wäre ungefähr so, wie wenn du einen Schauspieler machst, du spielst den klassischen Faust oder den Mephisto auf der Bühne und du willst den Text verändern. Ja. Das gibt Chaos. Ja, dieses Programm ist so, wie es ist, ja ein Baselstück vom Heiligen Ganzen. Ja. Und wenn du jetzt das vervollkommnest, wie ich das nenne, veränderst du dieses Programm. Ja. Die Vervollkommnung passiert ganz anders. Selbstverständlich hast du das Programm zu vervollkommnen, aber nicht an dem Programm selbst, das du als Puzzlestück vorgelegt hast, sondern dieses Puzzlestück, was fällt an dir. Ja. Im Innern, weil wir das uns ausgedacht haben, ist ja schon die andere Seite, die du dazu brauchst. Du musst das in dir selber machen, dass du weißt, wenn ich jetzt nicht mehr der ich jetzt zu sein glaube, dass ich nicht mehr an mich denke, dann legt sich diese fehlerhafte Hälfte genau an das innere Seite, die du dir jetzt bewusst denkst, die du ja selbst bist. Weil die einzelnen Charaktere sind ja was Vorgestelltes, auseinandergerissen ist. Sobald es zurückkehrt, legt es sich, erhält es sich ja von selbst. Ja, genau. Oft, man kann es schwer auszudrücken. Genau. Du darfst das vervollkommen, dass du dir jetzt einen Charakterzug denkst, wo du weißt, es ist einseitig, wo du einseitig reagierst. Mhm. Und du denkst dir jetzt als Beobachter der Geist dieser Einseitigkeit, zwangsläufig erkennst du, dass ja die andere Seite dazugehört. Wenn es jetzt hell ist, weißt du in dem Moment immer ganz bewusst, dass natürlich auch dunkel da ist, aber du bloß jetzt in diese eine Richtung schaust.
Weil mir immer bei der Erdkugel, wo ich gerade gesagt habe, die mir uns ausdenken, mir ja nicht von außen, wenn ich immer sage, die Erdkugel, die du dir vorstellst, die eine Seite ist hell, die andere ist dunkel, da außenrum ist das, sondern du bist ja das Zentrum und du immer, du schaust ja auf diese Erdkugelsphäre nach oben, nach unten, dann weißt du, die sind zwei kalt. Ja. Dann greift in K-Reihe S, in der Ebene, ist es heiß. Das nennen wir übrigens den Äquator. Ja, genau. Das Äquator kommt von Aqua. Aqua, genau. Und, aber da wüsste ich jetzt, die physikalischen Formen, man kann es nur ahnen, aber das Geheimnis ist die Sprache selber. Im Anfang war das Wort ein doppelt aufgespannter Ort, der auch verschlossen ist. Jetzt lassen wir es aber gut sein. Wunderbar. Das ist, ich kann immer nur neugierig machen. Ich mache dich neugierig, was du selbst bist. Ja, das ist wichtig. Super. Dass du irgendwann einmal, wenn du in einen Zustand kommst, dass du, wenn du an dich denkst, nicht mehr an den denkst, der du jetzt, an den du jetzt denkst. Eben. Dann denkst du an einen anderen. Aber dann läuft ein neues Buch, ein neuer Film. Mit vollkommen neuen Möglichkeiten. Okay, super. Das habe ich ja im letzten Selbstgespräch mit der Helene nochmal mit dem Doktor dem zurückgeben. Dass ich sage, das Problem ist, du denkst dir den ja immer noch wieder aus. Das ist, macht der Mechanismus auch nichts verändern, nur bewusst machen. Aber was viel schlimmer ist, dass du ständig immer noch an den denkst, der du zu sein glaubst. Mhm. Und das lässt man auch weiterlaufen. Holofeeling ist ja alles in Ordnung. Sonst sind wir ja wieder in die Arschlöcher. Den Rest mache ich dann selber. Okay. Gut. So, wunderbar. Danke. Noch eine Runde, eine Rolle. Spielt noch eine Rolle. Eure Rolle. Weiter.